So, herzlich willkommen, meine Krieger und Kriegerinnen, zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Wir sind gerade mitten im Kampf mit einem Greifen. Ich habe kurz gebremst und let's go. Ich brauche unbedingt, ja. Ich krieg den nämlich down. Oh Gott. Oh Gott. Damit hast du nicht gerechnet, Kumpel. Hm? Ja. Oh Gott, wenn ich jetzt sterbe, das wäre saugend. Ja, ja. Geil. Oh, ist es geil, wenn du mit ihm mitfliegst. Was machst du denn hier, Alter? Du bist so unwichtig. Ist das sein Zeug? Ambrosia-Fleisch. This looks interesting. Was? Ja, und was hat der Greif hinterlassen? Du willst mir doch nicht erzählen, dass der Greif nichts hinterlassen hat. Hallo? Ihr habt doch was mitgenommen, oder? Große Greifenklaue, sehr schön. Aber nur das? Just a moment. Coming. Hast ein bisschen wenig. So, ich hol mir mal ruckzuck die Quest ab. Es kann sein, dass wir uns dann auch schnell wieder zurückbeamen. Okay, also man muss im Prinzip dem Greifen folgen und muss ihm einmal auf die Fresse geben. Wenn ihr das schafft, kommt er nicht mehr weg. Meint ihr, dass ich in dem Steinbruch mit dieser Sphäre, wenn ich die anschlag, dass ich damit die Medaille der Schwüre darunter bekomme? Aber es ist halt unkontrolliert. Kommt mit, wenn die uns nicht wollen, ich muss jetzt nicht gegen Wölfe kämpfen. Banditen? Ich glaube, hier war alles relativ frei. Totale Bots. Ach, ich bitte dich. Die Zeiten, wo wir Strategien gegen Banditen gebraucht haben, sind längst vorbei. Was? Ich höre etwas im Gebüsch. Ja, da hinten sind Goblins. Ich schaue mich gerade ein bisschen um, weil hier waren ja im Wald auch diese finsteren Statuen gelegen. Und die konnten wir ziemlich geil kombinieren. Das wäre schon cool, wenn ich da nochmal eine finden würde. Nee, jetzt stell dich nicht so an. Nee, doch nicht. Ich hatte gedacht, dass ich einen gesehen hätte, aber nee. So, Freunde. Hier müsste es jetzt noch eine Quest geben, wenn alles richtig ist. Ja, mehr oder weniger freiwillig. Das war's schon. Ich dachte, hallo? Kina? Different. The playmate of my youth given way to a hero of legend. You drift from me like a ship to the horizon. And I fear that one day you will slip over the other side and disappear forever. Nein, nie, Kina. I imagine you will be tasked to face the dragon ere long. Ja, und was wäre daran so falsch? Hugh Gedman, the one they call Dragonsbane, once took up the mantle of Arisen himself. Ja, aber sowas kann man doch nicht auf sich nehmen. Du kannst doch nicht einfach sagen, ja, ihr braucht gerade einen Erweckten, ich wäre gerade da. As you like know by now, my aim is to learn the designs of a certain society. I've about enough information gathered to pick up and head home. Du hast es dir auch eine Zeit lang gut gehen lassen. So, wo ist denn jetzt diese Quest?
Abby, here. Seems a dangerous place for such pursuits. You were raised with Kina, were you not? Ja, wir kennen uns sehr gut. I would ask a service of you on her behalf. Erzählt mir mehr. Maker bless you, my child. Mit Sicherheit, ja. As you know, Kina is well devoted to the church. She has distinguished herself here, in her studies and duties both. Mhm. So it is at long last that her fervent wish has come true. She is granted transfer to the Grand Cathedral in the mainland. Das ist... Ist es die große Kathedrale in Gran Sorin? It is a great honor for our humble abbey. We are aglow with pride. Ja, dann. We wish to bestow upon Kina a gift of blessed items, that the Maker may shield her on her journey. Und ich soll das besorgen. But alas, we find ourselves without certain sacred materials required for the blessing. Alles klar. As her friend since childhood, we can think of none more suited to gather these items. Ja, ja, da habt ihr gute Zusammenhänge geknüpft. I would also ask you hold this errand secret from Kina. Klar, natürlich. We hope to surprise her with the gift on the morning of her departure. Ja, das ist doch süß. Ein Abschiedsgeschenk, genauso heißt die Quest. Ich hoffe, ihr seid mir da jetzt nicht böse, dass ich da nachgeguckt habe. Ich finde es bloß immer schwierig, also in Gothic ist es ja auch so, wenn man einen Akt abschließt, dann sind alle anderen Quests weg. Und ich würde ungern eine Quest, die wichtig für die Story ist, verlieren, nur weil ich jetzt irgendwie zu übermütig daran gegangen bin. Und wir sparen uns dadurch Zeit, dass ich jetzt wirklich jeden Ort nach jedem Hauptquest nochmal absuche, nach Quests, da sparen wir uns ein bisschen Zeit. Ich hoffe, das ist in Ordnung, aber wie gesagt, ich schaue wirklich nur nach, das kann man, da gibt es eine schöne Seite, Dragon's Dogma Wiki oder so, ich schaue nur nach, welche Quests man abgeschlossen haben muss, bevor man den nächsten Schritt macht, weil die halt sonst verloren gehen. Daher wusste ich ja auch, dass zum Beispiel die schwarzen Brett-Quests erhalten bleiben. Dieser müsste nämlich auch erhalten bleiben. Aber gut. Schwester Clarus möchte Kina ein gesegnetes Geschenk überreichen, damit sie während ihrer Reise geschützt ist. Unterstützt sie. Macht den von der Schwester erbetenen Pilgerglücksbringer ausfindig. Perhaps we'd best ask the Mother Superior. The materials can be found within the catacombs. In den Katakomben. I understand these self-same materials are readily available in processed form throughout our capital. The gold required, however, is formidable. And we feel the task worthy of a more personal touch besides. Okay. Ach, die werden markiert. Das ist praktisch. Das ist gut. Also ich soll in die Katakomben gehen. Ja, wenn wir da explizit hin sollen, dann machen wir das doch. Und ich habe noch eine Chance, kurz nach... Ich mache es jetzt richtig smart, Freunde. Ich gehe jetzt erst nach Kasadis, hol mir dort schnell die Medaille der Schwüre, leg mein Ambrosia-Fleisch ein, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass es gewisse Waffen gibt, wo wir... eben ewiges Ambrosia-Fleisch gebraucht hätten zum Weiterentwickeln. Deswegen, das will ich auf keinen Fall, dass uns das verdirbt. Oh, jetzt Moment mal. Jetzt stopp, jetzt mal ganz vorsichtig. Das ist normales Ambrosia-Fleisch. Das saure Ambrosia-Fleisch ist das Tolle. Das 57 Wasser. In der Tropfsteinhöhle unten. Okay. Ich nehme das nochmal mit. Pass auf, wir machen es jetzt. Wir machen es super smart. Ich darf das Fleisch auf jeden Fall keinem unserer Leute geben. Weil die snacken das gleich wieder weg. Aber ich nehme mal wieder hier. Und ich nehme mal 5 mit. As you will. As you will. What can I do you for? Take care now. So. Gut, dann holen wir uns mal die Medaille der Schwüre, die da unten sein soll. Und wo genau ist die? Okay. Achso.
Which way should we go, Arisen? I hear running water from the right. Und wir nehmen einfach den Weg, der uns am schnellsten zu dieser Medaille der Schwüre leitet. Mein Gott, bist du nervig. Lasst euch nicht stören, gell? Ist wurscht, ich kümmere mich da schon drum. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Und... uns mit den Echsen da unten wieder zu messen, oder? Die sind da unten. Die müssten da wahrscheinlich wieder gespawnt sein. Theoretisch können wir auch in den Kampf gehen und uns gleich wieder wegbiegen. Oh, Banditen. If we're to proceed, keep moving. No choice but to jump. It is unusually fast. They attack in quick succession. Wait for an opening. Keep the lantern dry. Nein. 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 What the fuck? They're left exposed after a grand strike. What the fuck? Wie? What's that? I shall restore your health. Hold on. Leave it to me. That one! Sorcerer! Oh shit, das ist ja ein Feuerball. Wait for an opening. Barely worth the effort. They're left exposed after a grand strike. Anytime. I'll heal your wounds. Den muss man da wahrscheinlich auch mit dem Bogen runterschießen. Ich muss sagen, dass ich von dieser Bogenscheiße echt nicht so begeistert bin. Also, ja, es sind nur 1000 von den Punkten. Es ist irgendwie langweilt mich ein bisschen, sag ich ganz ehrlich. Das ist so... ja, wir machen... Wie viel muss man denn von den Dingern finden? Wir machen eine reine Beschäftigung... Du siehst voll gefährlich aus. Wir machen eine reine Beschäftigungstherapie. Hey, wir verstecken die Dinger. Alles gut, alles schön und gut. Aber hey, wir verstecken sie so, dass man sie nur mit einer Klasse kriegen kann. Ah, das ist schon ein bisschen ätzend. Gut, nach langer Zeit, dann geht's mal wieder in die Katakomben. Mal sehen, wer da unten sich aufhält. Wahrscheinlich wieder Zombies. Ja, genau, die Kiste müssen wir auch noch. I'll take that. Ich wäre es auch langsam mal Zeit, anstatt die Klasse hier komplett durchzuspielen und alle Fertigkeiten mal auszuprobieren. Ach ja, wir nehmen wahrscheinlich den hier. Dass wir mal sagen, lass mal Schütze machen und lass mal zumindest die Medaillen der Schwüre aufräumen, wo man Ding braucht. Wo man Bögen braucht. Es sind mittlerweile ja schon zwei. Und wo brauchen wir noch Bögen? Ja genau, um diese Nebeldinger in dem Wald. Ist das eine Echse? The Sulfur Saurian comes. Ah ja, das sind diese Streifenechsen. Nein! Wo? Hinterhalt. Some beasts still remain. Uns greift nichts an.
kann uns auch egal sein. Sie greifen uns nicht an, von daher alles gut. I wonder what's inside. If only we had some light. Was heißt denn hier fehlgeschlagen? Warum denn fehlgeschlagen? Da war überhaupt nichts. Also heute nervst du mich schon richtig. Heute nervst du mich schon richtig, aber okay. Okay. Immerhin besser, als mal wieder sich aufzuhängen und meinen ganzen PC lahmzulegen. Das sind auch meine favorite moments, muss ich sagen. Wenn wieder mal gar nichts funktioniert, dann sitzt man so da. Okay, naja gut, können wir jetzt nicht mehr ändern. Super bescheuert. Super bescheuert. Aber gut, das Spiel ist halt schlichtweg nicht bugfrei. So, wo müssen wir hin, Freunde? Eins hoch. Ich dachte jetzt schon, die haben hier wieder alles zugesperrt. Ich fände es ja geil, wenn sich unsere Arbeit mal gelohnt hat. Und hier keine Monster mehr sind. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich will nur kurz Feuer. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte gegen. This looks interesting. Hier, Bastlerknochen. I'll take that. Aber die werden leider immer respawnen, da können wir nichts dagegen machen. Oh, das wollte ich gar nicht. Oh, hi. Jetzt bin ich wieder... Bisschen was fürs Nüsschen. Moin. Was a fine scrap, if I may say so myself. I'll imbue your weapon with holy light. Ich höre was, ja. Irgendjemand will nicht, dass wir diesen wunderbaren Pilger... dieses Pilgeramulett finden. Da müsste er liegen. Nemesis to all palms. Tis over. The possessed cannot free themselves. Stay close. We must end this quickly. Help me. Hurry. Ich glaub, ne. Ja, stark. The possessed cannot free themselves. Stay close. Help me. Hurry. Hurry. Tis over. Es ist aus. Ich sehe das anders. Ja, ja, ganz ruhig, Mordecai, ganz ruhig. Wir haben das doch gleich. It's over.
Wir haben das Biest doch gleich. Machen wir ein kleines Feuersphäre, let's go, und dann gehen wir. Na? Ja, so ein bisschen Gefallen habe ich an der Sphäre, so ein bisschen. Hat er jetzt nichts hinterlassen? Och, das ist immer frustrierend. This looks interesting. Mega Glücksbringer. Gut. Das war's. Bringt den Pilgerglücksbringer zu Schwester Clarus. Quest. Okay. Ich dachte, wir müssen da mehr Gegenstände holen. Aber gut, dann ist das auch wieder schnell vorbei. Ja, danach vielleicht die eine oder andere Medaille der Schwüre. Und noch ein bisschen untersuchen, bevor wir die Hauptquest weitermachen. Darauf wird's rauslaufen, Freunde. Darauf wird's rauslaufen. Es gibt noch so viel zu erkunden und irgendwie müssen wir auch mal die saublöden Medaillen der Schwüre-Quest durchbekommen. Have you picked? What will it be today? Immerhin kriegen wir so ein bisschen Erfahrung dafür. What will it be today? Ohrring der Unrast, okay? What will it be today? Ich krieg's nicht hin. Today? So. What will it be today? Passt. Have your pick, any you like. Come again soon. So. We'd like to have dealings with the armorer here for some time to come. Ja, ja, das machen wir auch. Wir handeln relativ häufig mit dem Kollegen sogar. You humans certainly do make a lot of expressions. Ach ja. Und jetzt ab zurück. Wie gesagt, da hinten fehlt uns schlichtweg noch ein Teleportationspunkt. Und wieder mal bin ich sehr, sehr, sehr stark am Überlegen, ob ich mir nicht den Teleportationsstein von der Festung Ernst, von der Banditenfestung hole. Und sie dorthin bringen. Ich würde sagen, wir machen jetzt diesen Auftrag zu Ende. Holen uns dann zwei oder drei von den Medaillen der Schwüre. Dann erkunden wir noch ein bisschen, dann gehen wir in die Hauptquest weiter rein. Monsters can strike day or night. Even in the shadow of Grand Sorin's walls. Ja, wir hätten natürlich wieder schlafen können. Allerdings sind wir so häufig am Tag unterwegs und bei Nacht greifen ja doch nochmal andere Kreaturen an, von denen wir wahrscheinlich auch die Gegenstände bräuchten. Von daher ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir auch mal bei Nacht unterwegs sind. Stray from the roads and we'll soon find monsters arisen. Wir könnten auch theoretisch direkt vom Kloster Richtung Seelenschinderschlucht gehen. Könnten wir machen. Wobei, nee, das mache ich nicht. Goblin! Oh Gott. Es scheint, Menschen lived here once. The path diverges. Arisen, I am at your side. Slay the leader! Slay their leader and the morale is lost! Never mind the beasts, I'll take the loot.
was a fine scrap, if I may say so myself. Did it. Beruhigt euch, Freunde. Nee, Arte, lass mich kurz überlegen, wie machen wir das am dümmsten? Weil wir werden erkundungstechnisch wahrscheinlich am ersten hier hochgehen. Hier waren wir bis hierhin. Hier so. Diese ganze Wanne hier und dann halt nach oben fehlt noch. Wir waren auch noch nicht beim Feldlager am großen Wall. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch der Weg ist, den wir einschlagen müssen. Könnten natürlich auch mal das hier untersuchen. Das wäre schon auch spannend. The land here is meager, unfit to sustain trees. Schon auch. Weil es nicht mehr so viel gibt tatsächlich. Also wir könnten uns natürlich auch zum Turm des blauen Mondes. Oh shit, das war ein Fehler. Zum Turm des blauen Mondes. Teleportieren und die Straße zum Turm. Kontrollieren. They attack in quick succession. Counter after they strike. They're left exposed after a grand strike. I should use more health. Hold on. Die sind auch noch barfuß unterwegs. Scheint echt scheiße zu laufen momentan für Banditen. Ich wollte gerade sagen, ich höre hier doch irgendwas. Untote. Shit. What the fuck? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist genau der Shit, den wir gerade gut gebrauchen können. Deswegen war es vielleicht auch gar nicht so schlecht, mal bei Nacht loszuziehen, Freunde. Diese betagten Insignien, die kriegen wir sonst nirgendwo her. Und die brauchen wir. Wer nimmt seinen Zauberstab? I'll take that. Rehe? A wealth of materials lies close, I believe. Let's have a look. Und da vorne greifen sie uns auch wieder an. Safe. Das kennen wir ja schon. So, ich würde gerne den Auftritt. Ja, ja. Oder? An undead warrior. Ja, hier. There, master. Insolence. There, a stark undead. That was effective. Let us strike with fire. Gerade Feuer ist gegen die super. Stand clear. I'll use fire to burst it. Die hinterlassen leider sehr, sehr wenig. Wenn so ein hässlicher, gammliger Zombie platzt, das ist schon eher eine eklige Angelegenheit. Warte, dass ihr mir nicht die Insignien weg vergesst, gell? It hates fire, it's weak to light. War's das?
Oh, moin. Strength in numbers arisen. So, Freunde, ich übergebe euch jetzt mal den ganzen Spaß, weil ich will den nicht schleppen. Die pfeife ich mir ganz genüsslich rein. Das Ambrosia-Fleisch ist noch gut. Ich verabschiede mich. Morgen geben wir den Auftrag ab. Und werden uns dann auf die Suche nach ein paar Medaillen der Schwüren machen und uns überlegen, wo wir denn als nächstes erkunden. Ich freue mich darauf. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.